Berlin 1945. Berlin 1914. Es gibt noch keine Ruinen. Man zieht in den Krieg mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel in einem nationalen Rausch. Der Glanz, der den Kaiser umgibt, blendet die Unpolitischen. Sie glauben auch an die Legenden, die an Generale wie Hindenburg und Ludendorff geheftet werden, die den russischen Vormarsch im Osten aufhielten und schließlich den Befehl über die ganze deutsche Armee übernahmen. Der Alltag des Krieges ist brutal. Der bis dahin größte aller Kriege zeigt die furchtbare Wirkung neuer Vernichtungswaffen. Man führt Krieg mit Gas und Tanks. Karl Liebknecht, der als einziger im alten Reichstag nicht für den Krieg stimmte, hat jetzt das Ohr der Massen. Die Macht im Reiche liegt jedoch bei der gemäßigten Sozialdemokratie, die sich auf die Reichswehr stützt. Die Arbeiterbewegung spaltet sich. Die Revolution wird von der Armee erstickt, die die sozialdemokratische Regierung alarmiert. Liebknecht und viele seiner Anhänger werden ermordet. In Versailles diktieren die Sieger ihre Bedingungen. Die junge Republik bezahlt den Krieg, den der Kaiser verlor. Elsaß-Lothringen wird französisch, Posen und Westpreußen polnisch und Memel litauisch. Deutschland verliert seine Kolonien und muss die Kriegskosten der Sieger ersetzen. Aber sonst ist das Reich unversehrt. Der Freistaat Danzig verliert sein deutsches Gesicht nicht. Das Rheinland ist zwar entmilitarisierte Zone, aber weiterhin deutsches Gebiet. Die Kriegsindustrie wird zerschlagen und die Armee auf 100.000 Berufssoldaten beschränkt. Aber Deutschlands Souveränität ist nicht gefährdet. Dennoch betrachtet das konservative Deutschland die Unterschrift in Versailles als eine Demütigung für die Republik. Der sozialdemokratische Reichspräsident Ebert stützt sich auf das Heer.
Nationale Fanatiker machen die Führung der Republik für den Zusammenbruch verantwortlich. Verhasste Politiker wie der Außenminister Rathenau werden ermordet, weil sie die Friedensbedingungen der Sieger erfüllen wollen. In Bayern führen Reichswehr und Freikorps ihre eigene Politik. Sie erkennen die Autorität der Reichsregierung nicht an. Der General Ritter von Epp finanziert extreme nationale Gruppen aus Geheimfonds der Reichswehr. Sein Adjutant, Hauptmann Röhm, stellt Spione ein, die diese Gruppen aushorchen. Einer von ihnen wird Mitglied der kleinen deutschen Arbeiterpartei. Er begnügt sich aber nicht mit der Überwachung. Im Laufe der Zeit wird er ihr Führer. 1920 spricht er bereits auf Kundgebungen gegen die Friedensverträge mit den Westmächten und Russland. Dieser Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 in der kleinen österreichischen Stadt Braunau geboren, als Sohn des Zollbeamten Alois Hitler und seiner dritten Frau. Die Familie zieht in ein kleines Haus in Leonding bei Linz, als Adolf 8 Jahre alt ist. Hier kommt es zu dem entscheidenden Konflikt zwischen Vater und Sohn. Alois Hitler will, dass sein Sohn Beamter wird. Adolf will Kunstmaler werden. Er trotzt dem Vater. Er ist ein sehr mäßiger Schüler auf der Linzer Realschule und erhält auch in einer anderen Schule nicht das Abschlusszeugnis. Als 16-Jähriger verlässt er die Schule aufgrund einer Lungenkrankheit. 1907 zieht er nach Wien und versucht zweimal, aber ohne Erfolg, an der Kunstakademie zugelassen zu werden. Er bleibt in Wien und ernährt sich als Hilfsarbeiter und Verkäufer seiner selbstgemalten Postkarten. Lange Zeit wohnt er im Männerheim in der Meldemannstraße. Für ein paar Heller kauft er seine ersten antisemitischen Broschüren. Diese gehören zur Ostara-Bibliothek für Blonde und Mannesrechtler. Um ein paar fehlende Hefte zu bekommen, besucht Hitler Ostaras Herausgeber Jörg Lanz von Liebenfels, der 1900 einen Orden für blonde und blauäugige Männer gegründet hat. Nach Lanz haben die Germanen sogar eine besondere Art zu sitzen. Sie haben feinere Zehen als die schwarzhaarigen, minderwertigen Rassen, deren Ausrottung Lanz schon damals verlangt. Für ihn ist die Geschichte ein Kampf auf Leben und Tod zwischen hell und dunkel. Das Hakenkreuz ist ein Symbol und in dem Juden sieht er die Verkörperung des Bösen. Solche Gedanken sind eine Offenbarung für den arbeitslosen und halbverhungerten Sonderling im Männerheim, der an die Verschiedenheit von Menschen und Rassen glauben muss, um sich selbst zu den Herrenmenschen rechnen zu können. Als hingezogen werden soll, hat er Österreich verlassen und ist in München untergetaucht. Dort erreicht ihn sein Stellungsbefehl. Aus Angst vor einem Konflikt mit der Polizei stellt er sich und wird aufgrund seiner schwachen Gesundheit vom Militärdienst befreit. In München führt er das gleiche Leben wie in Wien. Am 1. August 1914 steht er auf dem Odeonsplatz in München mitten in einer jubelnden und singenden Menge bei der Verlesung der Kriegserklärung. 2 Tage später meldet er sich als Freiwilliger und wird Meldegänger im Infanterieregiment List. 1916 wird er an der Westfront verwundet und kehrt 1917 als Gefreiter dorthin zurück. 1918 wird er bei einem englischen Gasangriff verwundet. Vorübergehend erblindet liegt er im Lazarett, als der Waffenstillstand den Krieg beendet. Jetzt ist er wieder ein Arbeitsloser. Ein Mann ohne Familie, ohne Beruf. Er beschließt, Politiker zu werden. Er geht nach München zurück, wo sich die unversöhnlichsten nationalen Fanatiker versammelt haben. Ursprünglich sind die Freikorps organisiert worden, um unter der Aufsicht der Reichswehr Deutschlands Ostgrenze zu verteidigen. Nun stehen sie bereit, die Republik zu zerschlagen. Sie haben die Unterstützung vieler Behörden. Der Polizeipräsident von München erklärt auf die Frage, ob es politische Mordgruppen in Bayern gäbe, ja, aber noch nicht genug. Für Männer wie Epp und Röhm sind die Freikorps und Wehrverbände der Kern einer künftigen deutschen Armee. Röhm entdeckt Hitlers Begabung und stellt ihn in die Reichswehr ein. Er soll die Soldaten gegen demokratische Ideen immun machen. Am 1. April 1920 verlässt Hitler die Reichswehr, um sich ganz der Partei zu widmen. Als Redner verwirklicht er seine These, dass der Führer wird, der die Massen in Bewegung setzt.
Seine Anhänger marschieren uniformiert durch die Straßen und drohen ganz offen mit politischem Terror. Hitler weiß, dass die Gewalt viele anzieht und viele zum Verstummen bringt. Er organisiert Kampfgruppen, um Demonstrationen anderer politischer Parteien mit Gewalt aufzulösen. Arbeitslose Offiziere wie Hauptmann Göring und Rassenfanatiker wie Volksschullehrer Streicher schließen sich der Partei an. 1923 beginnt die Zusammenarbeit mit anderen Kampforganisationen. General Ludendorff wird das Aushängeschild dieser Gruppen. Hitler nutzt auch die allgemeine Unsicherheit und Unordnung in Deutschland aus. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten machen es Deutschland unmöglich, seinen Verpflichtungen gegenüber Frankreich nachzukommen. Daraufhin besetzen französische Truppen das Ruhrgebiet. Die Ruhrbesetzung gibt der entwerteten Reichsmark den Todesstoß. Der Mittelstand und die Arbeiter werden um ihre Ersparnisse gebracht. Hitler macht das demokratische System für die Not verantwortlich. Er ist noch zu schwach, um die Reichsregierung zu stürzen. Deshalb sucht er die Unterstützung aller antirepublikanischen Gruppen in Bayern für einen Putsch. Am 8. November 1923 macht er einen verzweifelten Versuch, Regierung und Armee in Bayern seinen Aufruhrplänen zu unterwerfen. Er dringt in eine Versammlung der führenden Männer Bayerns ein und proklamiert eine nationale Regierung. Seine SA hält das Haus umzingelt. Ludendorff wirft seine Autorität in die Waagschale, aber von Berlin aus erhält die Reichswehr den Befehl, sich aus dem Putsch herauszuhalten. Die bayerische Regierung behält außerdem ihre Bewegungsfreiheit. Damit ist der Putsch missglückt. Am 9. November marschieren Ludendorff und Hitler mit ein paar tausend Mann zum Hauptquartier der Reichswehr, um die Situation zu retten. Viele später berüchtigte Männer marschieren mit. Heinrich Himmler trägt die Fahne. Die Polizei will den Aufmarsch aufhalten. Es kommt zu einer Schießerei, nach der 16 Demonstranten und 3 Polizisten tot oder sterbend auf der Straße liegen. Hitler entkommt und wird 2 Tage später verhaftet. In dem Prozess, der auf den Putsch folgt, wird Ludendorff freigesprochen. Hitler setzt man ein paar Monate auf die Festung Landsberg. Dort hat er eine geräumige Zelle im 1. Stock und bekommt ein gutes Essen und darf seine eigene Kleidung tragen. Voll Verachtung für einen Feind, der Hochverrat so milde straft, diktiert er seinem treuen Freund Rudolf Hess sein Buch »Mein Kampf«. Er nennt hierin die Vereinigung Deutschland und Österreichs seine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe. Er ruft aus, dass Deutschland keine zweite Militärmacht in Europa zulassen darf. Er proklamiert den Kampf gegen Frankreich und eine aggressive Ostpolitik. Er meint, dass die Vergasung von 12.000 oder mehr Juden zur rechten Zeit vielleicht einer Million wertvoller Deutscher das Leben gerettet hätte. Das Werk wird von wenigen gelesen und von vielen ausgelacht. Ein paar Jahre später vergeht ihnen das Lachen. Während Hitler in Landsberg sitzt, bessert sich die Lage in Deutschland. Aber im Februar 1925 stirbt Reichspräsident Ebert. Der Nachfolger Eberts wird der Feldmarschall des Kaisers Hindenburg, der Kandidat der Rechtsparteien. Zu Anfang richtet sich Hindenburg strikt nach der Verfassung. Allmählich machen sich jedoch sein Alter, seine politische Unerfahrenheit und sein militärisches Denken bemerkbar. Als Hitler Landsberg verlässt, muss er die Partei von neuem aufbauen. Er arbeitet mit seinen alten Methoden. Sogar das Redeverbot, das ein paar Länder über ihn verhängen, nutzt die Parteipropaganda aus. 1926 hat die Partei 17.000 Mitglieder. 1927 40.000. 1928 60.000. Die Straße ist noch nicht erobert. Die Straßenbahnen lassen sich noch nicht durch die braunen Kolonnen stören. Die Nürnberger Parteitage werden Demonstrationen der SA und der alten Kämpfer. Die Partei bekommt neue Organisationen. Eine davon ist die Schutzstaffel, die SS. Bei den geschickt inszenierten Kundgebungen weiht Hitler Fahnen und feuert seine Getreuen mit langen Hassreden an.
1926 findet er den Mann, der den Angriff auf Berlin organisiert und die Propaganda der Partei übernimmt, Joseph Goebbels. Jetzt wird der politische Kampf mit allen Mitteln geführt. Schlägereien und Saalschlachten werden alltäglich. Die großen Parteien bieten halbmilitärische Organisationen auf. Die Sozialdemokraten haben ihr Reichsbanner, die Kommunisten ihren Rotfrontkämpferbund. Unter Thälmanns Leitung sind die Kommunisten besonders aktiv. Hitlers unablässige Agitation und die drohenden Demonstrationen seiner SA kommen der Schwerindustrie sehr gelegen. Sie braucht einen Mann, der die Massen gegen den Kommunismus mobilisiert. Gelder der Industrie beginnen in die Kasse der Partei zu fließen. Hitler nutzt auch die Angst und Verzweiflung der Arbeitslosen aus, deren Zahl 1930 auf 3 Millionen steigt. Hitler gibt ihnen einen Glauben und verspricht Arbeit und Brot. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Dieses Programm gibt Hitler bei der Reichstagswahl 1929 über 6 Millionen Stimmen und 106 Reichstagsmandate. Er ist jetzt Führer der zweitgrößten Partei. Der Reichskanzler Brüning hat keine parlamentarische Grundlage für Maßnahmen gegen die Not. Er regiert gegen den Reichstag, gestützt auf einen Paragraphen der Verfassung, der dem Reichspräsidenten Hindenburg das Recht gibt, Notverordnungen zu erlassen. Hitler erklärt die Regierung Brüning für untauglich. Er ändert jetzt seine Taktik. Er will die Revolution erst durchführen, wenn er die Macht hat. Dann ist der Terror gesetzlich geschützt. Dadurch gibt er der Polizei keinen Anlass, gegen die SA vorzugehen und kann das Vertrauen der Reichswehr gewinnen. In mehreren Prozessen gegen seine Anhänger beschwört Hitler vor Gericht, dass er die Macht im Rahmen der Verfassung gewinnen will. Hilft ihm der Rechtsanwalt Hans Frank. Arbeitslose und Direktoren sehen nunmehr in Hitler ihren Mann. Schwerindustrielle wie Kierdorf und Thyssen finanzieren Hitlers nächsten Wahlfeldzug. Hitler fliegt von Stadt zu Stadt. Goebbels hat ein neues Schlagwort gefunden: Hitler über Deutschland. Hitler kandidiert für den Posten des Reichspräsidenten, nachdem er deutscher Staatsbürger geworden und als Regierungsrat vereidigt worden ist. Hindenburg ist jetzt der Kandidat der Sozialdemokraten, des Zentrums und der Liberalen. Hindenburg wird wiedergewählt. Hitler ist in einer Sackgasse. Sein Retter wird General von Schleicher, der hinter den Kulissen politische Macht ausübt. Er verspricht Hitler, Brüning zu stürzen und Neuwahlen auszuschreiben, wenn Hitler bis auf Weiteres eine Regierung unter Franz von Papen akzeptiert, einem konservativen Politiker, den Schleicher als Marionette benutzen will.
Schleicher tritt selbst in Papens Kabinett ein, das aus 7 Baronen, 2 Industriellen und einem Juristen besteht. Das Schicksal der Nation ist nicht mehr von ihren gewählten Vertretern im Reichstag abhängig, sondern von der Art, wie Hindenburg seine Vollmachten anwendet. Und darüber wird bei Hindenburgs Spaziergängen mit seinem Sohn Oskar entschieden, der Schleichers Freund ist, oder am Kaffeetisch in Neudeck auf Hindenburgs Gut. Diese Männer intrigieren auch gegeneinander. Schleicher stürzt Papen und wird selbst Reichskanzler. Um Schleicher zu stürzen, schlägt Papen Hindenburg eine Regierung Hitler vor, in der Hitler, Göring und Frick eine Minorität unter konservativen Ministern sein sollen. So kommt Hitler durch die Hintertür zur Macht. Die Sozialdemokratie verliert ihre letzte Machtposition, als der preußische Ministerpräsident Braun sich ohne Widerstand von der Regierung Papen absetzen lässt. Das neue Kabinett. Der Vizekanzler setzt sich neben Hitler und Göring, in dem Glauben, er könne sie lenken. In derselben Nacht huldigt die SA Hindenburg und Hitler mit einem Fackelzug. Im Dunkel beginnt der Terror gegen wehrlose Feinde des Regimes. Diese werden aus ihren Wohnungen geholt und auf die Straße oder in SA-Folterkeller gezerrt. Die erste öffentliche Manifestation des neuen Regimes ist das Staatsbegräbnis eines SA-Mannes und eines Polizisten, die bei den nächtlichen Kämpfen ums Leben gekommen sind. Auch der Ex-Kronprinz findet sich ein. Er wittert Morgenluft für die Monarchie. Ein junger deutscher Arbeiter, aufrecht, stolz, der Kamerad seiner Kameraden und der Führer seiner Gefolgschaft, wie all die anderen, die Hunderttausende, geht er vorbei an dem greisen Reichspräsidenten und dem jungen Reichskanzler. Das, was er geträumt hatte, das ist nun Wirklichkeit. Das junge und das alte Deutschland reichen sich die Hände.
Am 10. Februar hält Hitler seine erste Rede in Berlin als Reichskanzler. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der Nationalen